Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Distant Worlds 2. Und ich heb die Pause auf. Und wir gehen mit der Geschwindigkeit wieder auf Stufe 2 und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Wir haben ja noch einige Kolonisierungsprojekte am Laufen. Wir schauen gerade mal nach. Kolonieschiffe hier. Fallen Major. Da ist das Kolonieschiff Colin Price. Kolonisiert bereits, okay. Was haben wir hier? Kolonieschiff. Ich mache mal kurz Pause. Noch ein Kolonieschiff bauen. Gut, ich habe eh hier vor, noch weiter zu kolonisieren. Könnte man eigentlich machen. Baue Schiffe für 42.000. Ist in Ordnung. Und eine Forschungsstation bei Terra Nova. Nee, RB ist ein. Das ist Ressort. Also quasi ein Weltraumhotel. Genau, ich habe nämlich gesehen, dass wir hier auf Ebraik, hier oben in dem System, können wir auch kolonisieren. Das wäre gut. Dann müsste man auch wieder in der Reichweite sein. Wir hatten ja so eine Koloniegrenze, dass wir hier oben Kamuri nicht kolonisieren konnten. Gut, ich schaue es sicherheitshalber nochmal bei der Forschung. Ah ja, Zerstörer werden hier gerade erforscht. Dann können wir uns eigentlich direkt gleich mal wieder was raussuchen, wo es als nächstes hingeht. Enhanced Countermeasures. Improved Sensors. Kosten bezahlen. Dann machen wir hier auch noch die Long Range Sensors rein. Enhanced Transport. Passenger Compartment, Troop Compartment. Ja, um Truppen habe ich mich noch gar nicht gekümmert, aber derzeit haben wir auch noch keine. Das ist ein Coordinated Docking. Andockbuchtgröße 50, Crewbedarf 25, Energiebedarf 10 pro Sekunde. Andockbuchten 3. Und was haben wir hier? Docking Bay. Andockbuchten 2. Durchaus interessant, allerdings relativ teuer. Coordinate Control, was bringt uns das hier? Space Command. Basic Command Module, Kommandozentrale nur für Jäger, Basic Command Center, ein größeres Command Center. Serious Plague, ich glaube, ich sollte tatsächlich eher noch Richtung Starfighters. Small Starfighter Bay. Kosten bezahlen. Und dann natürlich noch weiter Richtung Waffen. Wir schauen mal Ionenwaffen. Electromagnetic Defenses. Ionenschild Iron Point Defense. Enhanced Area Weapon. Die brauchen jetzt lang die Forschungen hier. Constant Beam Weapons. Die sind eh gleich erforscht. Nehmen wir mit rein. Early Pulse Pulse Blasted Weapons. Energy Torpedo Weapons. Die nehmen wir mit rein. Missile System, Defense Missiles, Enhanced Missiles, Bombardment Weapons. Wir nehmen mal die Enhanced Missiles und dann denke ich, haben wir schon wieder genügend Forschungsprojekte. Ardilus Encountered. Ah, das ist da oben. Hat man schon mal so ein Space Monster. Mission zuweisen. Ah, jetzt werden hier überall die Hotels gebaut. Unter Beschuss, machen wir mal Pause. Die Erhotec Bergbaustation. Auf Kamuri. Ich schau nochmal hin, von was werden wir da beschossen? Steht es hier irgendwo? Ah, wird von dem Ardilus angegriffen. 1090 hat der. Okay, bevor wir da siedeln, müssen wir uns natürlich darum kümmern. So. Wie viele von unseren Zerstörern sind eigentlich mittlerweile schon gebaut?
Alle Schiffe Zerstörer. Die wurden jetzt hier automatisch der Ghost Fleet zugewiesen. Irische Gang bietet uns an, geheime Informationen zu verkaufen. Das ist günstig. Also günstig wie immer. Kann man zugreifen. Interstellar Zerstörer. Erkundungsschiff Smiling Adventure. Ist hier unten in Kontakt. Mit einem Gravilex. Kann man auch mal sein lassen erstmal. Nachricht: unbekannte Objekte auf Procopia 5 entdeckt. Können sehr schön erforschen. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier vielleicht bald mal Ionenschild entwickeln, damit wir uns hier in dem Gebiet umsehen können. Die Idle Enterprise. Ich sage mal, sie sollen auftanken, beziehungsweise betanken und reparieren bei Ephoyatni 3. Ja. Starfighter-Forschung abgeschlossen. Verbesserte Sensorforschung abgeschlossen. Weitere Forschungen laufen ja bereits. Kann ich denn nochmal den anschauen, wie es denn mit dem Bau aussieht? Terra Nova, hier steht's. Okay. Kleine Frachter. Was ist denn eigentlich hier mit unseren... Ach, die Zerstörer werden alle hier oben gebaut, oder was? Eskorte. Kleiner Frachter. Ne, Moment. Warte auf Bau. Fregatte. Ach Mensch, ich hab ja Zerstörer noch gar nicht erforscht. So was Blödes. Unbekannte Objekte entdeckt bei Dofu 2. Schließen. Ne, Zerstörer haben wir noch gar nicht. Die kommen natürlich erst noch. Entdeckung bei Jejevo 2. Wir haben neue Rohstoffe in Jejevo 2 im System Jejevo entdeckt. Terralion Down ist eine Soft White... ist eine Feder vom Terralion Monster. Schließen, was bringt uns, will es uns bringen? Wo ist es? 5% Kolonieentwicklung, 1% Kolonieeinnahmen. Schließen. Da haben wir wieder Abkommen. Militärische Betankung, ablehnen. Great Tomb of Procopea. Wir haben Great Tomb of Procopea entdeckt. Uralte Ruinen einer verlorenen Zivilisation bei Carbonaceus Procopea 2 im Procopea-System. Ja, untersuchen wir die mal. Als ihr Untersuchungsteam die Ruinen der Great Tomb of Procopea betritt, löst es ein mächtiges galaktisches Leuchtfeuer aus. Das Leuchtfeuer signalisiert einer nahegelegenen Piratenfraktion, die eine Gruppe von Plünderschiffen zu ihrem Standort schickt. Bereiten sich darauf vor, feindliches Feuer abzuwehren. Diese Ruinen bieten folgende Kolonieboni: 5% Kolonieentwicklung, 10% Landschaftsbild. Das ist gut für Tourismus. Standort anzeigen. Ja, da ist der Gegner. Können wir jetzt hier auch in der Übersicht sehen, wie stark der Gegner ist. Ich mach mal kurz Pause. Machen wir Standardsymbole allgemein. Nach Procopea. Gut, wen schickt man da hin? Schauen wir unsere Flotten mal an. Keine Mission. Na, dann werden wir uns da mal hinbegeben. Das ist der Trailblazer, nee. Kann ich die nicht direkt anklicken? Erste Flotte. Bewege zu Procopea 2. Wie viele Schiffe sind denn drin? 6 Eskorten, 16 Fregatten. Ordentlich. Haben wir da keine Tanker mit drin? Treibstofftanker. Ne, die haben noch keine Treibstofftanker.
Treibstofftanker. Ghost Fleet. Shabby Nova, die nehmen wir mal zur Flotte, zur ersten Flotte. Und die Distant Raider ebenfalls. Zur ersten Flotte. Gut. Einige geheime Informationen zu verkaufen. Handel annehmen. Kann ich irgendwo sehen? Ah, hier drüben. Also das sind die ganzen Systeme hier, die jetzt quasi einen Namen haben. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass unsere Wissenschaftler bzw. unsere Industrie sich da schon dafür interessieren wird. Was haben wir hier? Das Mining Adventure wird von einem Gravilex angegriffen. Schauen wir uns mal an, wie stark der ist. Ansehen. Ich kann den Gravilex auch gar nicht sehen jetzt. Da ist er. 1902. Was haben unsere Flotten derzeit für Stärken? Stehen die irgendwo? Boah, 1500 die erste Flotte. Surly Trailblazer wird beschossen. Ah, okay. Von Piraten. Procopia 2. Unsere erste Flotte ist schon unterwegs. Hier fliegt sie. Hoffen wir mal, dass die auch rechtzeitig ankommen. Was mich hier total fasziniert ist, wie frei sich die Schiffe hier durch die Systeme bewegen. Gefällt mir richtig gut. Kann mir das kaum vorstellen, wie in Stellaris, dass die nur bestimmten Bahnen folgen dürfen. Gefällt mir persönlich irgendwie, ja, hat was. Unbekannte Objekte bei Namkureos. Bisschen rauszoomen, wo das ist, da unten. Shipboarding-Forschung abgeschlossen. Deckung bei Tavi Coelho 2. Eine Japra-Blätter, was bringen uns die? 3% Kolonieentwicklung, 2% Bevölkerung, 2% Seuchenheilung. Gut. Ja, und um die ganzen, ein Bauschiff unter Beschuss ansehen. Das sollte nicht sein, machen wir mal hier Pause. Was haben wir denn hier? 1166. Ist natürlich auch heftig. Frage, was ist das Bauschiff hier an? Die bauen hier wahrscheinlich eine Minenstation. Puh, wisst ihr was? Ich denke, ich muss meine Flotten... Gehen wir mal Schiffe ohne Flotte. Fregatte. Wir geben die jetzt mal der zweiten Flotte. Zweite Flotte, Fregatte, zweite Flotte. Die bewachen hier die Bergbaustation, Bauwerft verlassen, die Fearless, die Fregatte Fearless. Ne, es ist eine Eskorte. Ebenfalls Eskorten. Schiffe ohne Flotte, schauen wir mal bei Fregatten. Umbauen bei Ghost Fleet Base. Looming Despair. Die setzen wir auch zur... Was habe ich denn jetzt eigentlich gesagt? War das jetzt zweite Flotte oder erste? Zweite Flotte. Ghost Fleet. Tatsächlich habe ich auch keine weiteren Fregatten. Schiffe ohne Flotte. Ich kann die hier relativ schlecht erkennen immer. Die Schiffe sind... sich, wie ich finde, ein bisschen zu ähnlich. Ja, viel mehr haben wir derzeit noch nicht. Zweite Flotte ist jetzt auf 1400 hoch. Gut. Wird Zeit, dass wir Zerstörer bauen. Aber erstmal dann auch anschauen. Wie sich unsere erste Flotte jetzt hier schlägt. Was hat denn die zweite Flotte eigentlich für einen Auftrag? Keine Mission. Verteidigung, Ziele innerhalb von 33 Spritreichweite von Ephoriadne 3. Wo haben wir denn noch Systeme, wo wir auftanken können? Dukapeki. Wisst ihr was? Haben wir dann Raumhafen auf Dukapeki? Wahrscheinlich.
Apropos Raumhäfen, wie finde ich denn die am besten? Standort oder Bauwerften? Kleine Raumhafen bauen auf Itusoa, das machen wir. Bauschiffe, Bauaufträge, Bauwerften. Terra Nova. Efoyatni. Ja gut, die Planeten haben natürlich auch jeweils immer Bauwerften. Was haben wir denn hier in dem System? Ja, da ist der Raumhafen. Der wird jetzt gebaut. Dann verlegen wir mal die zweite Flotte dahin. Ich schau mal. Wege zu Dukapeki-System. Wo kann ich denn hier nochmal eintragen, was der Heimatplanet ist? Wie war denn das? Flottenrolle manuell. Heimatbasis für zweite auf Itusoa. Ja, wir setzen einmal die Heimatbasis. So, die Pause habe ich Gott sei Dank schon aufgehoben gehabt. Und es wird jetzt dann Zeit. Also das Erste, was ich jetzt machen will, ist in unserem Hauptheimatsystem Shikitari Minor, dass wir da jetzt endlich mal die Piraten loswerden. Denn da haben wir noch die Piratenbasis. Minenstation bei Tavikoelo 2. Hier oben. Ah, das sind diese Blätter. Mission zuweisen. Wir haben eine neue Kolonie an der Kolonie im System Fallin Major gegründet. Schauen wir uns mal an. Da ist sie. Wie viele Leute leben da jetzt momentan drauf? Wo steht's? Bevölkerung 35 Millionen. Zufriedenheit ist gut. Müsste man dann bloß wahrscheinlich auch mal eine Raumstation bauen dort. Kann ich das vielleicht schon machen? Schauen wir mal nach. Schiffe bauen. Ne, Standort und Baumwerf. Haben wir ein Bergbauschiff ansehen unter Beschuss? Ah, müssen wir mal schnell Pause machen. Jetzt haben wir mehrere Beschüsse hier. Also Bergbauschiff beschossen und hier Piraten, die Mortal Marauders im ITER-System. Tatsächlich. Es ist bloß eine Eskorte und die Muffled Pathfinder ist auch unter Beschuss von einem blauen Giganten. Wie stark ist der? 395. Gerade kann ich mich nicht drum kümmern. Gehen wir die Pause auf. Die Kolonie läuft auf automatisch. Sehen Sie hier, sieht ganz gut aus. Baut derzeit nichts. Erhyk-Bergbaustation wird angegriffen. Hier oben, ja, das ist dieser starke Gravelex. Da kann ich nichts dagegen tun. Schließen. Wie sieht's denn aus mit der Forschung? Zerstörer. 61 Tage noch. Ist die Frage, ob... Ist der Feind noch hier? Gute Frage. Er war mal da, wahrscheinlich ist es nicht mehr. Minenstation bei Jevo 2. Wo ist Jevo 2? Was haben wir da für einen Rohstoff? Terralion. Ach, das sind diese Federn. Bauen wir. Hat mal einen Mangel. Ich meine, es ist jetzt nichts, was dringend nötig wäre. Einfach aus dem Grund, dass es ja bloß ein Luxusgut ist. Aber die Luxusgüter bringen uns natürlich doch vor allem in der Masse viele, viele Boni. So, die erste Flotte hat hier nichts mehr zu tun. Basis überfallen. Bei ITER. Okay, da schicken wir jetzt die erste Flotte hin.
ansehen. Die wird auch von dem Gravelix angegriffen. Und hier die Basis überfallen ansehen, die Mortal Marauders Basis Eater. Das ist hier. Da schickt man jetzt unsere erste Flotte hin. Die sind in der Nähe. Hoffentlich sind wir da in der Reichweite. Oh. Wir sind es nicht. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Da bin ich mal gespannt. Was ist unsere Ghost Fleet eigentlich? Boah, die tanken gerade auf. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam die Zerstörer haben, damit ich bessere Flotten bauen kann. Da mangelt es mir jetzt einfach noch am massivsten dran. Militärische Betankung ablehnen. Und was haben wir hier? Nachricht. Egypt will sich uns anschließen. Die unabhängigen Kunden in die Egypt. Ich mach mal Pause, ich muss wieder verlieren. Ach, das ist da drüben. Da sind wir eh schon unterwegs, oder? Nach Egep. Neue Kolonien, ja. Ist unterwegs. Ich würde fast sagen, wir geben nochmal den neuen Auftrag hier für ein Kolonieschiff bei Ebraik. So, hier mal die Pause auf. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt hier mit den Schiffen ist. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig. Ich denke mal, dass das der Radius ist, den wir noch fliegen können. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich bleiben die dann stehen. Handelsangebot. Unabhängige Kolonie aufdecken. 356.000 Credits für eine unabhängige Kolonie ablehnen. Nee, dann ist es vielleicht die Scanner-Reichweite. Auf alle Fälle. Kraftstoffstand, doch passt. Was ist das? Das muss ich mir jetzt echt mal anschauen. Was genau das ist. Die Radi. So. Tja, also nach wie vor sieht es danach aus, dass unsere erste Flotte jetzt hier irgendwie liegen geblieben ist. Jetzt ist mein Kater da, Samsung nicht auf die Tastatur. Hier ist alles belegt, jetzt hat er auf die Pause geschaltet. Gut. Ja, also Flotten wird jetzt das nächste sein, worum ich mich dringend kümmern muss. Ich komme momentan regelmäßig zu allem zu spät. Unbekannte Objekte entdeckt auf Omoviku. Torpedo-Weapons abgeschlossen. Erste Flotte hat keine Mission. Das ist aber ein verlassenes Schiff. Untersuche die Reckless Annihilation. Ja, können wir später noch mit hinschicken. Fregatte ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, Flottenmanagement muss ich mir jetzt was überlegen. Die erste Flotte ziehen wir jetzt erstmal wieder. Neuesten Designs. Betanken. Kein Standort zur Betankung verfügbar. Ich mache mal eben hier Pause. Wie kriege ich jetzt die erste Flotte? Aber die hat eigentlich noch genügend Sprit. Verstehe gar nicht. Also dieser gelbe Kreis ist wahrscheinlich die Sensorreichweite. Problem ist, die nächste Tankgelegenheit ist auch hier auch bei Efruyadini. Ich glaube fast, ich muss mal wieder meine Special Designs ausbauen und mir Tankstellen bauen. Kann es ja tatsächlich momentan nicht sein. Flotte umbauen. Erste Flotte. Heimatbasis Terra Nova. Wieso eigentlich zur Ghost Fleet Base? Wir tanken. Systemkarten gefunden. Bei der Bergung eines Power Conduit im Sarafor-System haben wir folgende Deckung gemacht. Tangrini-System. Ah, die haben es entdeckt. Tangrini-System
Schau mal, ob ich es hier zufällig irgendwo sehe. Gerade nicht. Concussion Missiles. Bekannte Objekte. Systemkarten. Oh. Boni, 17% Kolonieverteidigung von Extensive Eistunnel-Netzwerk. Also da ist ein Eistunnel-Netzwerk auf Arab 3. Aber für Eisplaneten habe ich ehrlich gesagt jetzt nichts unbedingt, was ich einsetzen könnte. So, die zweite Flotte tankt hier bei Dukapeki auf, ist unterwegs. Das könnte es wohl bedeuten, dass es... Ach. Das sind die einzelnen Flotten. Okay. Die Ghost Fleet bewegt sich auch nach Dukapeki. Wir haben vor allem hier oben im galaktischen Norden, von uns aus gesehen, wir denken ja da sehr zentral von Terra Nova aus, hier im galaktischen Norden, wir haben quasi außer bei Evo Yardini nichts zum Betanken. Das ist schlecht. So, und was ich jetzt als allernächstes mache, ich mache mal hier Pause. Wie finde ich raus, wie die Reichweite des Schiffs... Ah, okay. Trotzdem, das muss ich jetzt nachschauen. Einer der Kreise muss ja die Reichweite sein, einer wahrscheinlich die Sensorenreichweite. Jedenfalls ist das das, was ich vermute. So, und jetzt mache ich aber nochmal eine Sache. Die Ghost Fleet, die soll sich nicht nach Dukapeki gehen, sondern die soll sich nach Aredos bewegen. Dass wir hier im Sektor mal eine Flotte haben. Dann kann ich wohl hoffentlich bald die Probleme hier lösen mit meinen Flotten. Es wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt dann auch bald irgendwann mal ja, andere Reiche entdecken werden. Eventuell auch feindlich gesonnen. Und sobald unsere Zerstörer da sind, schauen wir doch glatt mal nach, wie es denn aussieht, gerade mit der Forschung. Oh, bereits durch, ist es mir entgangen, tatsächlich. Interstellare Zerstörer sind geforscht. Wir machen jetzt hier noch kurz eine Auswahl, was wir an weiteren Forschungen machen. Improved Countermeasures, Kosten bezahlen, 4,78 Jahre. Basic Colonization. Kontinentale Kolonisierung. Empfohlenes Projekt in die Warteschleife einer Improved Assault Tactics. Ja, das ist natürlich die nächste Sache. Dass wir uns dann auch mal langsam um Truppen kümmern müssen. Deep Space Damage Control. Damage Control Unit. Wahrscheinlich hilft uns das, wenn Schiffe zerstört im Weltraum treiben, dass die dann verbessert werden können. Ich nehme jetzt hier mal noch Improved Frigates. 5,56 Jahre. Kosten bezahlen, Schichtpanzerung. Starfighter. Ja, da erforscht man jetzt deutlich weiter. Leichte Abfangjäger, leichte Angriffsflugzeuge und leichte Bomber. Gut, haben wir da geforscht. Und nächste Runde würde ich sagen, Aufbau der Flotten. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.